Heute ist die moderne Welt immer zielorientiert, im Sinne von, wir wollen das Spiel gewinnen. Ob im Leben oder im Spiel, sie denken nur ans Gewinnen. Ich empfinde das als einen großen Fehler. Wenn du... Menschen gewinnen ein Spiel nicht, weil sie ein Spiel gewinnen wollen. Wer will nicht gewinnen? Jeder will gewinnen. Menschen gewinnen ein Spiel, weil sie gut spielen, nicht wahr? Jede Mannschaft gewinnt, weil sie gut spielt, nicht weil sie gewinnen will. Wer will nicht gewinnen? Weißt du, im Yoga sagen wir, wenn du ein Auge auf das Ziel gerichtet hältst, hast du nur ein Auge, um deinen Weg zu finden. Das ist keine gute Art, ein Spiel zu spielen. Es ist besser, wenn beide Augen auf das Spiel gerichtet sind. Der Sieg, der Pokal und die Auszeichnungen sind Dinge, die passieren, weil wir ein Spiel gut spielen. Es passiert nicht, weil wir es wollen. Weil wir gut spielen, passiert es. Es ist also immer am besten, wenn wir unsere Augen, unseren Körper, unseren Verstand, alles auf eine einzige Sache fokussiert halten. Das ist der Moment, in dem ein Mensch mit maximaler Effizienz arbeitet. In unserer Kultur gibt es eine schöne Begebenheit. Als Dronacharya Arjuna und ein paar andere Jungen im Bogenschießen unterrichtet. Er forderte einen nach dem anderen auf, zu dem Baum hinaufzuschauen und zu zielen und auf den Vogel zu schießen, der dort saß, einen hölzernen Vogel, der auf dem Baum gehalten wurde. Auf dem Hals des Vogels war ein kleiner Punkt markiert, und Dronacharya sagte, ihr müsst auf diesen bestimmten Punkt zielen und schießen. Als sie die Sehne gezogen hatten und sie gerade schießen wollten, bat er sie innezuhalten und fragte, was seht ihr? Sie sagten, wir sehen Blätter, wir sehen den Baum, wir sehen die Früchte, wir sehen den Vogel, wir sehen so viele Dinge. Alle sagten das. Und als Arjunas Gelegenheit kam, als er bereit war zu schießen und Drona ihn fragte, was siehst du, sagte er bloß, ich sehe nur einen Punkt. Und einer, der nur das eine sieht, wenn der Blick völlig eins gerichtet ist, dann kommt man dorthin. Wenn sich alles in dir in eine Richtung organisiert, dann werden die besten Ergebnisse erzielt. Nehmen wir an, du spielst ein Hockeyspiel. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht nicht darum, einen Pokal nach Hause zu bringen, es geht nicht um Zeitungen, es geht nicht um Ruhm. Deine ganze Aufgabe besteht darin, den verdammten Ball in jedem Moment, in dem du auf dem Spielfeld bist, ins Tor zu befördern. Das ist alles, nicht wahr? 10 Leute auf dem Feld, die nur sehen, wie sie den Ball jedes Mal reinbekommen. Es geht darum, ihn dort jeden Moment reinzubekommen. Sie werden dich nicht jeden Moment dorthin kommen lassen, aber die Sache ist es, ihn einfach dorthin zu bringen, dorthin zu bringen, dorthin zu bringen. Wenn sich unser Verstand darauf fokussiert, wie wir den Pokal gewinnen können, ob wir den Pokal gewinnen werden oder nicht, ob wir das Spiel gewinnen werden oder nicht, egal ob es sich um Fußball, Cricket oder Hockey oder was auch immer handelt. Ich habe gesehen, dass viele Spiele verloren gehen, bevor das Spiel zu Ende ist. Jemand hat 3 Tore gegen sich geschossen. Was soll's? 3 Tore können in einer Minute erzielt werden. Oh, solche Wunder geschehen nicht. Das ist nicht wahr. Es ist möglich und es ist schon mal passiert, nicht wahr? Es geht also nicht darum, wie viele Treffer jemand erzielt oder nicht erzielt hat, ob man gewinnen oder nicht gewinnen wird. Wenn du ein Spiel spielst, gibt es nur ein Ziel, den Ball ins Tor schießen, das ist alles. Wenn wir einfach so bleiben, zumindest wer wir sind, unser Talent wird voll zum Ausdruck kommen. Was wir nicht sind, können wir nicht tun. Wenn wir nicht tun, wozu wir nicht fähig sind, dann macht das nichts. Aber wenn wir nicht tun, wozu wir fähig sind, ist das ein tragisches Leben, nicht wahr? Ist es nicht so? Wenn man nicht tut, wozu man nicht fähig ist, macht das nichts. Aber wenn man nicht tut, wozu man fähig ist, ist das ein vergeudetes Leben. Und wenn unser Fokus nicht eins gerichtet ist, wird diese Verschwendung immer geschehen, weil wir an etwas anderes denken. Wenn alles in eine Richtung fokussiert ist, dein Körper, deine Energie, dein Verstand, alles ist nur in eine Richtung organisiert. Ein Mensch, der in eine Richtung geht, wird irgendwo hinkommen. Ein Mensch, der versucht, in 5 verschiedene Richtungen zu gehen, wird nirgendwo hinkommen. So viel Zeit, Energie und Mühe wird verschwendet, indem man versucht, in verschiedene Richtungen zu gehen.
Wenn man sich also vor Augen hält, es gibt nichts anderes im Spiel, als den Ball dort zu platzieren. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht nicht um den Pokal, es geht um nichts. Es geht nur darum, den Ball ins Tor zu bekommen, das ist alles. Zumindest werden deine Talente vollen Ausdruck finden. Wenn wir nicht gut genug sind, müssen wir uns besser vorbereiten. Wenn wir gut genug sind, werden die Ergebnisse für uns kommen, das ist alles, worum es im Spiel geht. Aber wenn unser Talent nicht vollen Ausdruck findet, ist das eine Verschwendung. Das sollte uns nicht widerfahren.